So, wir sind jetzt bei Clean Truck mit unserem Günni und jetzt wird er mal richtig auf Vordermann gebracht, denn ihr seht, nach Schweiz und Co. sieht der nicht mehr wirklich schick aus. Kennzeichen haben wir quasi gar nicht mehr. Und ja, sieht schon sehr mitgenommen aus, ne? Von oben so ein bisschen, zum Beispiel eure LKWs von oben so gefilmt. Da. Alles sehr, sehr schmutzig. Nicht schön. Unser Camper. Der hat jetzt ein bisschen was aushalten müssen. An Witterungsverhältnissen. Ja, oh ja, hier sieht man es nochmal sehr gut. Sehr dreckig. Wirklich sehr, sehr dreckig. Ist natürlich klar, bei Schnee und Eis kann man das nicht verhindern, dass ein Camper so aussieht. Umso wichtiger, dass es geeignete Mittel gibt, mit denen man das wieder sauber kriegt. Deswegen sind wir heute hier bei Clean Truck. Perry redet gerade mit einem der drei Juniorchefs. Und jetzt werden wir gleich hier auf dem Gelände von Clean Truck werden wir die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen und auch das Equipment, mit dem man dann quasi den Camper besprühen kann. Ja, und dann schauen wir mal, wie unser Günni dann danach aussieht. Leg los! So, erste Schäumung hier beim Camper. Ich glaube, so verrückt sind auch nur wir bei Schneefall, einen Camper zu putzen. Boah, geht ja jetzt schon runter. Geh das mal an. Wow. Wow. Ja, krass. Das hatten wir ja noch nie. Der Schmutz geht gleich runter. Da siehst du es direkt an dem... Wow. Also, das ist Hammer. Also, das ist genial. Wow, guck dir, Schatz hier, schnell. Guck dir das mal an. Es geht gleich runter. Das ist noch der Schmutz aus London. Ja. Nicht nur zermatt. Wow. Also das ist. Stimmt, wir haben ja Multikulti-Schmutz aus diversen Ländern mitgebracht. England, Schweiz, aus Deutschland auch noch ein bisschen was. Auch hier den Reis, guck mal hier, was da rauskommt. Guck dir den Dreck an. Also, das ist wirklich beeindruckend. Hatten wir noch nie. Vor allem so viel Druck ist ja jetzt gar nicht drauf, ne? Dass man sagen könnte, durch den Druck geht der Dreck weg. Das ist wirklich nur der Reiniger. Und ich möchte das hier mal zeigen für die Camperfreunde. Das ist nämlich sehr wichtig. Der Schlauch hängt einfach nur an so einem Gardena. Das ist also ein ganz stinknormaler Gartenschlauch, den vermutlich jeder zu Hause hat. Und da macht man das einfach dran. Bist du einmal rum? Ja.
Also Günni ist jetzt einmal eingeschäumt, von Kopf bis Fuß quasi. Top. Top. So, und jetzt wirkt er ein. Jetzt wird gebürstet. Dabei haben wir gar keinen Bürstner, sondern ein Knaus-Wohnmobil. Okay, jetzt hier. Halt mal hier genau drauf. Ja. Genau. Ey, super. Genial. Das haben wir das nämlich nicht nie abgekriegt. Auf Anhieb. Nie. Kein einziges Mal, dass er direkt richtig mal runter geht. Und das sind die blöden Flächen beim Wohnmobil, genau. Die nämlich immer beim Fahren auch Dreck abkriegen, ja. Weil die so ein bisschen vorstehen da. Ne? Ja. Das ist genau hier die neuralgische Stelle beim Winnie. Ja. Die habe ich nie sauer gekriegt. Da waren immer im Sommer waren da ganz viele Fliegen. Ganz viele Insekten. Fliegen, die kriegst du überhaupt nicht weg, auch mit dem Spraylicht, mit dem Fliegenspray, geht überhaupt nicht. Und hier mit dem Mittel, guck, es geht einfach weg. Ja. Die waren jetzt zermatt. Du bist da jetzt 2-3 Mal drüber, du hast jetzt nicht 10 Minuten gebürstet, sondern nee, ganz schnell. Nicht einmal, beim ersten Mal gleich. Ja. Und das ist genial. Ja, mega. Ich habe mich vorher noch nie. Ich glaube, wenn wir gleich auf dem Rücken sind, auf der Rückenansicht vom Günni, dann werden wir das nochmal besser sehen, weil die ist nämlich am stärksten mit verschmutzt. Hier, guck mal hier, schwarze Streifen. Guck, einmal. Bin mir ziemlich sicher, das ist beim ersten Mal. Ja, weg. Ja. Weg. Normalerweise, ihr habt das auch bei unserem Video gesehen, wo wir euch mal die andere Bürste vorgestellt haben, die wir in Holland gekauft haben, bei Obelink. Die ist auch super. Schön weich, die Borsten habe ich schon vorher angetestet. Wisst ihr, wie ich finde? Ich bin da ziemlich empfindlich. Ich will keine Kratzer haben. Und die natürlich sparen wir uns aber hier die Fenster aus. Die sind nicht aus Plastik. Da dürfen wir nicht mit der Bürste, egal welche Bürste du da benutzt. Die ist erlaubt, aber alles andere super. Habe ich hier sogar eine Gummilippe, habe ich mir sagen lassen. Also nochmal ein extra Schutz. Heißt also, ihr kriegt auch keine Beulen oder irgendwas rein oder dass jetzt irgendwas zerdeppert. Selbst wenn man da mal abrutscht, ne? Alles gut. Genau, richtig. Also ich bin wirklich super rein. Und hier nochmal. Guck mal hier, das schwarze Zeug. Nochmal. Guck, einmal. Ja. Einmal nur Bürsten. Fertig. Kriegst du mit keinem anderen Reiniger. Ich habe keinen einzigen anderen Reiniger gesehen, der das geschafft hat. Und wir haben so viele ausprobiert. Die haben mich jedes Mal geärgert, weil die auch so teuer waren, dass es nicht so geklappt hat, wie versprochen in der Werbung. Und dann hast du hier, sag ich mal, einen kleineren Hersteller, 5 Liter Kanister, sprühst du drauf, wartest du 5 bis 10 Minuten und das Ergebnis ist super. Gut, klein kann ja sein, aber das Thema hier bei CleanTruck ist ja, dass es einfach eine jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich gibt mit Reinigungsmitteln und im Truck-Bereich, die ja doch nochmal auch sehr stark verschmutzt sind. Und ich glaube, hier ist das Wasser wieder weg. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist einfach die Erfahrung dann, ne? Die dahinter steht, warum man das eben dann mit so wenig Aufwand so sauber kriegt. So. Jetzt brauchst du Pause? Muss ich weiterschrubben? Ich sag's noch mal ganz kurz. Ich hasse Autowaschen. Ich hasse es. Das ist echt Perrys Ding. Aber ich werde das jetzt probieren, weil der mich gerade so angefixt hat, weil das so schnell geht, dass ich das jetzt auch will. Wow! Guck dir das an! Ich glaube, ich werde noch zum Fan. Ja, also das ist wirklich beeindruckend. Wow, guck mal hier. Also die Kamera fängt das gut an, aber hier vor Ort... Liebe Camperfreaks, seht ihr das nochmal ganz anders? Würde das nochmal. Und ich gebe jetzt. Ist es nochmals beeindruckender? Nicht Kraft drauf oder so, ne? Nee, gar nicht. Du musst nur ganz leicht, das hatte ich dir ja gesagt, ganz leicht. Brauchst nicht drücken. Wahnsinn. Mit den Borsten. Ja. Wahnsinn. Da haben wir beim letzten Mal noch voll die schwarzen Streifen genau. Nach den Bürsten gehabt. Wir haben das nicht abgekriegt. Genau. Und jetzt? Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich werde auch noch zum Autowaschen. Ja, wenn es so schnell und leicht geht, ja. Ja, eben. Das war ja immer, ja, du hast ja immer gesagt, ich was ich da so bürste die ganze Zeit, weil ich ihn nicht runtergekriegt habe, den Dreck. Krass. Ja, also gut, das Ergebnis spricht für sich, also jetzt schon. Wow. Das sind echt witzige Videos. Ich will gar nicht mehr aufhören. So leicht kann es sein, ne? Ja, also ich bin beeindruckt. Da sieht man mal aber, dass also deine Recherche... Die kriegen das nicht hin und wie gesagt, nicht böse sein, aber da kommst du so ein kleines Familienunternehmen, die das also seit vielen Jahren macht, im Truckbereich, jetzt nicht im Camping, da sind sie erst seit letztem Jahr und dann kriegen sie deinen Camper so geil sauber, da fließt alles von selber, ich muss gar keine Kraft mehr anwenden, das geht von alleine ab und das ist aber auch das Kind. Ihr seht natürlich den Dreck, das ist nicht mehr perlweiß, natürlich, weil das Dreck ist,
Aber das ist auch der Dreck aus England, den wir das letzte Mal, wo wir das Video zwischen den Jahren gedreht haben, nicht abgekriegt haben. Und hier kriege ich ihn sofort ab. Also es ist einfach genial. Und wir kriegen dafür übrigens auch kein Geld. Also das kann nicht sein, sondern das ist unsere eigene Erfahrung. Wir durften hier den Camper waschen und reinigen. Und auch mal testen selber. Und ich bin einfach nur begeistert. Also genial. Kann ich nur empfehlen. Wir blenden euch auch in der Infobox, wo ihr genau das Mittel herbekommt. Auf die Seite könnt ihr es dann online dann bestellen, gleich beim Hersteller. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist super. Es funktioniert. So, nun jetzt folgt der Spülgang. Genau, also, jetzt geht's um die Wurst. Das mal an. Super sauber. Das ist kein Felgenreiniger, sondern es ist ein Wohnmobilreiniger. Aber macht auch die Felgen sauber. Also, was will man mehr? Also, ganz ehrlich. Super. Das Güni weiß ist. Und nicht blau. So. Ihr müsst immer aufpassen, weil da ist der Kompressorkühler. Da darf man nicht so mit dem. Ja, und alles kommt da hier, da hinten auch. Sieht man richtig schön. Und die Felsen. Guck mal hier, wie das Muster abfällt. Und das machen. Wow. Also sauber. Weiß, dreckig. Weiß, dreckig. So sieht Gini aus. Er ist weiß. Ist wieder weiß. Zoom mal hier ran, bitte. Schatz, da ran. Guck dir das mal wieder, wie jetzt weggeht. Guck. Ja. Weiß. Der lacht sich kaputt. Ja, was soll ich sagen? Beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Fällt mir nichts so ein mehr. Ich weiß nicht, wie ich noch mehr schwärmen soll. Also ich finde das Produkt super. Wirklich, ich habe da echt ein tolles Produkt rausgehauen. Wirklich. Klasse. Für den Camper, 9 Monate suche ich, zigmal schon in der Waschstraße gewesen, Heiden Geld ausgegeben. Ja, dann kriegst du so ein 5 Liter Kanisterchen anführen, strichen, mixt dir das zusammen und hast noch lange was davon. Sprühst es ein, es gibt auch so eine Pumpsprühdüse, die habe ich auch bestellt, habe ich zu Hause. Sprühst ihn ein, den Güni oder wen auch immer und sauber ist es. Also Top-Ergebnis. Leg los! Man darf eins nicht vergessen,
Da ist der Dreck noch von England. Und wir reden von England November. Da hatten wir es auch richtig dreckig. Und wir haben den Dreck einfach in der Waschstraße nicht runtergekriegt. Ich habe ihn zweimal, einmal zwischen den Jahren, aber auch einmal davor, hatte ich schon in der Waschstraße, habe mir kein Video gemacht, weil wir wollen ja unbedingt die Bürste euch vorstellen. Also da hängt viel Dreck dran. Also zermatt, Winter, alles dran gewesen. Ihr habt die Videos ja auch gesehen auf Insta zum Beispiel. So. Man merkt immer daran, dass Perikles begeistert ist, wenn er sich ungefähr viermal wiederholt. Ist egal. Hat er jetzt getan, aber das, da merkt man einfach, wie begeistert er ist, weil das macht er sonst nie, ja? Ja, das ist so. Aber das ist schon, wenn man so lange so viele Mühen und sich gedacht hat immer, ja, bin ich blöd im Kopf, mache ich was falsch? Also, ist super. Das ist die neuralgische Stelle bei jedem Camper. Die haben sie alle, also bei den thailändischen Geräten ist das so. Und die haben wir super weiß hingekriegt. Das soll mal einer nachmachen. Camperfreaks, mein Fazit zu dem Produkt von CleanTrack. Wir haben heute den Wintercleaner eingesetzt, weil wir kommen ja aus Zermatt. Hattet ihr ja schon in unseren vorherigen Videos gesehen, wo wir waren. Und wir hatten ja alles voller Salz, Dreck. Und natürlich auch, habe ich jetzt einige Mal jetzt wieder schon erwähnt, auch den England-Dreck hatten wir drauf. Hatte alles super hingekriegt. Und mit diesem Wintercleaner, wie gesagt, hier war alles vorhin, wir sind nämlich von einem Streufahrzeug hergefahren, hat er auch alles super weggekriegt, da ist nichts mehr dran, kein einziges Salzkörnchen mehr. Und das Ergebnis spricht für sich. Wir sind super zufrieden und können euch den Wintercleaner von CleanTrack nur empfehlen.